Willkommen in Stink City, dort, wo die Oberstinker-Kids zu Hause sind. Keiner stinkt schlimmer auf diesem Planeten. Wie stinken die wirklich? Also hier ist drück ihn, riech wie es stinkt. Das möchte ich gerne ausprobieren. Drück ihn, riech wie es stinkt. 3. Ist auch. Kann man das irgendwo mal ausprobieren? Analporno-Titel oder was? Also angeblich sollen die Teile jetzt so stinken. Wir wollen jetzt mal herausfinden, ob das stimmt. Ob die wirklich so stinken. Hier ist, glaube ich, Stinker-Nachfüllstoff. Ich will kurz, während du das machst, damit es dramatischer wird, weiter den Text hinten vorlesen, ja? Ja. Ihh, was ist das für ein übler Geruch? Jetzt mach mal hin, ich bin das musst du ein bisschen theatralischer machen. Ihh, nicht so. Ihh, was ist das? Ich muss es richtig. Du musst ein bisschen ausschmücken. So? Ja, dass er sich freut, dass er lacht. Ja. Ich krieg das nicht auf. Ich krieg das nicht auf, den Stinker. Du, ich krieg das nicht auf. Ja, so musst du, dann lachen die Kinder. Oh, ich habe mal bei Disney gearbeitet. Was ist das für alles, ein alles übertrieben sagen. Übler Geruch. Oh, das muss ein Stinker sein. Alle Stinker. Oh, Alter. Nee. Der stinkt auch. Okay, ich bin raus aus der Nummer. Wo ist der Christian hin? Oh, Christian, hast dich hier in die Leseecke verkrochen. Ja? Hallo, ja. Na, grüß wie geht's dir? Na, super. Deiner Schlinge. Mir reicht's langsam. Das ist ein sehr, sehr hübsches Buch. Kannst du deinen Stinker noch mal rausholen und den ja, das ein bisschen reinstinken lassen? Die Wurst aus diesem Hundeklo hockt prima auf dem Klo im Stroh. Ja, und dann kannst du hier umblättern und dann ändert sich immer unten die Ortsangabe. Die Wurst aus diesem Hundepo schlängelt sich zum Baumstammklo. Gut, ne? Die Wurst aus diesem Hundepo wird mit dem kleinsten Klo nur froh. Der Frosch mit seinem nassen Po hockt prima auf einem Klo im Stroh. Der Frosch mit seinem nassen Po macht Krach auf seinem Trommelklo. Aber hier sitzt doch krass. Und da hast du, mal, als du hast irrsinnig viele Möglichkeiten, diese Sätze mal, zu bilden. Das Bild zeigt übrigens auch, erklärt endlich diesen Spruch, ich weiß, wo der Frosch die Locken hat. Guck mal, siehst du das? Stimmt. Da hat der Frosch die Locken. Ja. Jetzt haben wir es eigentlich rausgefunden. Hier in der Leseecke.